Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Challenger TV. Ja, wir sind heute im Reisemobilforum in Sprendlingen und an der Kamera ist heute der Herr Musotto. Sagen Sie mal was, Herr Musotto. Ja, ich kann nur guten Morgen sagen. Oder guten Tag. Nee, Entschuldigung, wir haben 20:01 Mittag. Wir sind tatsächlich heute extra früh für Sie aufgestanden, haben uns ins Fahrzeug gesetzt und sind hier zum Reisemobilforum gefahren, weil hier erwartet Sie eine echte Weltneuheit, den neuen Challenger X150, ein Fahrzeug auf 5,99 Meter Länge. Und Herr Musotto ist ein echtes Highlight, oder? Ja, auf jeden Fall. Und da wir nur zu zweit sind, muss immer nur einer die Kamera halten. Ja, wir wechseln aber gleich auch. Ja, ist und ich würde mal Problem. Sagen, Herr Musotto, Sie kommen mal hier rum. Mach ich. Und da machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal hier vorne zum Fahrzeug und schauen uns mal das gute Stück von vorne an. Am besten gehen Sie mal hier in den Bereich. Ja. Genau. Und es ist also so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben ein Fahrzeug mit einer neuen Bezeichnung, eine komplett neue Modellreihe in der Challenger-Welt, nämlich die Bezeichnung Combo für Kombinationsfahrzeug. Und Kombination heißt, wir haben das Beste aus zwei Welten hier für Sie kombiniert, nämlich das Beste vom Van, das sind die kompakten Abmessungen und die Handlichkeit, und das Beste vom Teilintegrierten, das ist das fantastische Platzangebot, welches dieser Combo X150 hier von Challenger zu bieten hat. Und wir können ja mal so ein bisschen uns die Linienführung hier anschauen. Der Herr Musotto folgt mal so ein bisschen meiner Hand. Ich zoome auch, mal ein bisschen. So. Können auch zoomen. Ne? Zoomen geht auch. Genau, und Sie sehen das hier, es ist also alles sehr ergonomisch. Hier im oberen Bereich sehen Sie die Aufsatzelemente, die genau passformmäßig angepasst sind. Und das, was Sie da oben sehen, ich kletter mal hier so ein bisschen drauf. Das hier ist zum Beispiel das Panoramadach, hier ein fantastisches Skyview, welches eben von innen ein super Raumgefühl bietet. Das schauen wir uns gleich noch an. Ja, wir gehen mal hier weiter um das Fahrzeug herum. Ja, und, ich möchte den ganz drauf kriegen, dann gehe ich ein bisschen zurück. Genau. So. Und die Linienführung führt sich hier an der Seite fort und wir haben hier im oberen Bereich den Dynamikstreifen in Rot, der dem ganzen Fahrzeug auch noch einen sportlichen Touch gibt. Und das sieht eben auch, finde ich, ganz toll aus. Zur Qualität des Fahrzeugs dürfen wir Ihnen sagen, wir haben also hier bei diesem Fahrzeug Seitz-Rahmenfenster. Das ist also eine super Fensterqualität, die optimale Isolierung und auch optimalen Einbruchschutz bietet. Das ist also viel besser wie diese Einstiegsqualität, das sind Fenster, die liegen nur auf der Karosserie auf. Nein, diese Fenster hier von Seitz sind tatsächlich vollkommen integriert. Ja, wir schauen uns mal die Details an. Wir haben also hier dann... Ich komme mal ein bisschen näher. Genau. So. Wir haben also hier die Betankungsmöglichkeit. Wir haben Diesel, wir haben AdBlue. Das Fahrzeug hat die Euro 6 Abgasnorm. Und bei diesem Fahrzeug ist es jetzt so, handelt es sich um einen Prototyp auf dem Chassis 2021. Das Fiat Chassis 2022 wird in Details noch verändert. Und wenn Sie sich jetzt für so einen X150 entscheiden sollten, kriegen Sie natürlich auch schon die geänderte Chassis-Variante, die Facelift-Version mit verschiedenen anderen Details. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ansonsten sehen wir hier die Heizung. Wir haben also bei diesem Fahrzeug als Dieselheizung, so dass sie also auch vollkommen unabhängig von irgendwelchen Pfandsystemen sind, die ja in europäischen Ländern immer abweichend ist. Die Heizung schauen wir uns gleich von drinnen nochmal an. Hier haben wir die Zustromungsmöglichkeit. Das heißt also, wenn Sie am Stellplatz sind oder wenn Sie vielleicht auch Ihr Fahrzeug in der... Haben Sie mit drauf hier? Ja, natürlich. Ihr Fahrzeug in der Einfahrt stehen haben, können Sie dem Wagen eben Strom zur Verfügung stellen. Und hier haben wir ganz fantastisch eben die Befüllungsmöglichkeit für den Frischwassertank. Der Frischwassertank
umfasst hier bei unserem Challenger X150 100 Liter und der Abwassertank auch 100 Liter. So, hier, das ist ein ganz toller Bereich und zwar ist das der Zugang hier zum Stauraum bei unserem X150. Ich mache das mal auf und da bitte ich dann jetzt auch mal den Herrn Musotto vielleicht rein zu filmen, nämlich auch mal nach da oben, gucken Sie mal, da wo meine noch tiefer rein, Herr Musotto, mal ganz tief und dann mal gucken, ob Sie da, so, ich meine so mal da hoch, so. Genau, sehen Sie das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier können Sie also ohne Probleme auch mal ein paar Skier drin unterbringen. Und ich habe jetzt hier mal ein Maßband und das Maßband, das fahren wir jetzt mal aus und führen das mal hier oben hin. Und ich stecke es einfach mal bis in den obersten Winkel nach oben und führe es dann bis nach unten. So, und wir sind also hier, Moment, bei einer Innenhöhe von... Ja, man sieht das nicht. Ja, müssen wir mal ranzoomen. Ja, mehr? Nee, tiefer. Ja, so ein bisschen rüber in die andere Richtung. So. So, da sind wir also bei 1,67 Meter. Was uns da zur Verfügung steht, wir haben eine Stauraumtiefe, die ist 75 cm. Das haben wir dann hier und wir haben eine Stauraumbreite. Die Stauraumbreite umfasst tatsächlich 34 cm und damit haben wir wirklich einen gewaltigen Stauraum, der uns hier zur Verfügung steht. Hier haben Sie alle Möglichkeiten, Ihre Utensilien bestmöglich unterzubringen. Wir können auch noch mal einmal, hier ist noch so eine geheime Klappe, die schauen wir uns auch noch mal an. Genau, und hier sehen Sie also auch verschiedene Elemente, die Sie, wenn Sie mal dran müssen, auch gut erreichen können. Und Sie sehen auch hier nochmal einen Teil der Isolierung, die eben auch besonders umfangreich ausgeführt ist. Das ganze Fach hat natürlich auch eine Beleuchtung, was auch von großem Vorteil ist. Und ja, egal zu welcher Zeit, kommen Sie eben auch an den Stauraum ran, weil dieser Stauraum ist auch von innen zugänglich. Das schauen wir uns gleich nochmal an, wenn wir im Fahrzeug sind. Okay, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Hier ist der Gasstaukasten. Und der Gasstaukasten ist eben so aufgeführt, dass wir hier ohne Probleme auch mal eine 11 Kilo Flasche drin unterbringen können. Und das ist eben sehr angenehm. Die brauchen Sie, wie gesagt, nur zum Kochen oder für den Kühlschrank. Wir haben also einen Absorberkühlschrank, der mit Gas läuft, der mit Strom läuft und das Kochfeld läuft natürlich auch mit Gas. So, jetzt kommen wir noch so ein bisschen zum Außendesign und jetzt übernehme ich mal die Kamera und der Herr Musotto, der ist ja, da ist er. So, ja, wir hatten jetzt gerade mal ein kleines Akkuproblem und jetzt sind wir wieder online für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Herr Musotto wird uns so ein bisschen was zum Design sagen und ja, können wir einfach mal loslegen, Herr Musotto. Also erstmal sage ich darf, ne? Ja, jetzt, genau. Ich ein bisschen im Bild bin. Nein, was ich sagen wollte, ist, von hinten gefällt mir das Auto sehr gut. Ja. Das Fahrzeug sieht aus, von hinten, wenn du jetzt hinterher fährst, du meinst, du hättest also so einen, ich sag mal, so einen riesengroßen Vollintegrierten vor dir. Ja, obwohl... Obwohl das Fahrzeug ja im Grunde genommen sehr kompakt ist. Ne? 6 Meter lang und nur 2,10 Meter breit. 2,10 Meter breit und gut 2,70 Meter hoch. Ne? Ja, und was sehr schön ist, das werden wir gleich uns angucken, dass von innen, obwohl das Fahrzeug wirklich kurz ist, also um 2,10 Meter breit, wenn man reinkommt, meint man wirklich, man wäre in ein viel größeres Fahrzeug, wie tatsächlich ist. Ne? Ja. Und das Design sieht also wirklich schön aus, auch von hinten diese ganzen schönen Chromleiste, die neuen, wie man das heute bei jedem Auto, ja. Meinen Sie hier mit dieser LED, diese LED-Dinger? Genau, LED-Lampen und so weiter, ja. Ja, ist aber ist bei einem Kasten, also sagen wir mal beim Wohnmobil, Reisemobil nicht üblich. Das ist also jetzt mal, wir haben ja jetzt hier wirklich ein Kompaktfahrzeug und wir hatten es ja eben schon mal kurz angesprochen, das Beste aus zwei Welten. Und wenn Sie sich das hier so anschauen, muss man ja schon sagen, das ist fantastisch gemacht. Hier diese ansteigende Linienführung verleiht dem Fahrzeug eine ganz tolle Eigendynamik und also auch die Rückleuchten. Also da kann man schon sagen, das ist schon eine
schon eine ziemliche Glanzleistung hier, was Challenger da hier auf die Beine gestellt hat. Ja, wir schauen mal. Was mir so auffällt hier, das sieht fast aus wie ein Diffusor, ne? Wie ein Diffusor, ja. Genau. Dadurch, genau, sieht ja auch noch so ein bisschen sportlich aus von hinten. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Und ja, dann würde ich doch sagen, gucken wir uns mal hier diesen Bereich an. So, dann übernehme ich wieder. Ja, wenn Sie wollen. Dann übernehmen Sie wieder. So, Moment. So, Rücken. Sozusagen. Und wir wollten Ihnen ja alle Details mal zeigen und schauen auch gerade mal hier rein. Hier haben wir also den Bereich, der dann auch zwischendurch mal voll sein könnte. Ne? Das ist also die Kassettentoilette. Und das ist sehr schön gemacht, weil wir also auch hier diesen, ist fast schon wie so ein, wie nennt man das zum Einkaufen, so ein Shopping-Bag oder so. Ja. Ja. Also ich würde sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie hier über den Campingplatz mitfahren, dann machen Sie eine echt gute Figur. Haben Sie mit drauf, Herr Busotto? Ja, habe ich. Ja, ist auch wirklich sehr handlich und ganz praktisch gemacht. Früher war es ja anders, da musste man die Dinger ja tragen. Und jetzt ist das eben in den neuesten Varianten eben so, dass das eben hier, hoppsala, wunderbar so möglich ist. Ich packe es mal wieder rein. Ist also sehr gut zugänglich hier. Auch von der Höhe, man muss sich nicht bücken, das ist also wirklich sehr angenehm, um es rauszuholen. Ja, ansonsten auch vielleicht noch mal ein bisschen was zur Außenausstattung. Also wir haben die LED-Eingangsbeleuchtung hier oben über der Türe. Das ist die Lüftung für unseren Absorberkühlschrank. Hier haben wir die Alufelgen, die auch mit zur Serienausstattung gehören. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die Türe. Was mir noch aufgefallen ist, obwohl das nur ein 6 Meter, das ist ja diese Verkleidungen, das sind die normalerweise vom Maxi-Fahrwerk. Ne? Ja, die sind im Nachempfunden. Also ja. Das sind nicht genau die gleichen, sie sind im Nachempfunden, sodass der Wagen auch von der Seite eben diese klassische Kastenwagenoptik auch behält. Und ist wirklich sehr schick und elegant. Soll ich mal die Tür aufmachen? Ja. Machen wir mal auf und gucken mal. Das ist auch von der Breite die Tür, glaube ich, ein bisschen großzügiger. Ja, das wissen wir jetzt gleich mal. In dem Zusammenhang aber vielleicht mal vorab, wo die Tür gerade so schön auf ist und bevor wir das danach auch vergessen, wir haben integrierten Mülleimer, ne? Das ist auch wichtig. Da passt dann auch wunderbar der 40-Liter-Sack vom Aldi rein. Und wir haben hier ein Fenster, das ist auch sehr schön und natürlich mit Schlüsselverdunklung, um eben dann, auch wenn es dann abends darum geht, das Fahrzeug abzudunkeln, optimal alles schön dunkel ist. Integrierte Trittstufe hier unten haben wir dabei. Und wir haben natürlich auch mit im Serienumfang die Fliegenschutztüre, sodass Sie also zur vorgerückten Stunde auch abends schon mal ins Fahrzeug gehen können. Und wir zeigen Ihnen gleich hier bei Challenger TV dann auch mal diese fantastische Sitzgruppe, die wir haben. Und die Fliegenschutztür schützt Sie eben wunderbar vor Insekten, gerade wenn Sie oft am Wasser stehen oder in den südlichen Ländern. Ja, so, Moment, Herr Büsken, ich muss eben, ich komme sofort wieder, weil das haben wir nicht verpasst. Dann müssen wir von vorne mal auch, wie hübsch das Auto aussieht, dann sieht aus, wenn er mit dir spricht. Ja, so. Meinst du, der lächelt so ein bisschen, ja? Ja, so irgendwie, ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Okay, ja. Also wir machen noch mal eins. Wir haben noch ein Maßband mitgebracht. Das hatten wir ja eben schon mal kurz an der Hand. Wir messen mal eben die Breite der Türe. Wir haben also eine 50er Türe. Und das ist also auch sehr angenehm. Man kann ganz bequem ein- und aussteigen. Und ich stehe jetzt einfach mal vor hier, Herr Busotto. Ja, ich komme. Und ich rutsche schon mal hier jetzt in diesen wunderbaren Sitzgruppenbereich rein und am besten gehen Sie mal da hinten so ein bisschen ins Badezimmer. Ja, und sehen Sie mal hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben hier Face-to-Face, wir haben hier eine fantastische Sitzgelegenheit und wenn man jetzt mal die Kissen zählt und die Stühle zählt, dann kommen wir tatsächlich hier auf 7 Sitzgelegenheiten, wo Sie also ganz, ganz bequem mit Ihren Freunden auf dem Campingplatz oder auch möglicherweise auf dem Stellplatz schöne Abende verbringen können. 4 Gurtsitzplätze sind mit an Bord. Ne? Das heißt also auch, der Familienurlaub wäre gar kein Problem. Und wir haben insgesamt 2 tolle Liegeflächen.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die sind jeweils 1,90 Meter mal 1,40 Meter. Einmal hier in der unteren Ebene und dann können wir die obere Variante auf der halben Höhe ablassen. Schauen wir gleich auch nochmal. Ansonsten Face-to-Face hier, Herr Musotto. Super. Ja. Platz satt. Ich gehe mal gerade hier so ein bisschen rüber. Hier kann man sich auch wunderbar lümmeln, muss man sagen. Und wenn Sie hier mal hinschauen, können Sie vielleicht mal so ein bisschen hinfilmen. Da sehen wir also auch dieses tolle Skyview, ja, welches wir hier haben. Das ist auch zum Öffnen. Ich mache es mal auf. Das ist auch sehr schön. Moment. Und ist natürlich auch eine tolle Tageslichtgeschichte. Moment, hier haben wir noch einen. So. So haben Sie eben die Möglichkeit, das Fenster hier in verschiedenen Rastpositionen aufzustellen. Natürlich auch mit Verdunklung. Oder auch mit Fliegenschutz, sodass ihr also hier praktisch so eine Art Panoramalüftung vornehmen können. Und ganz nett und auch detailverliebt sind hier diese LED-Spots, die hier eingelassen sind. Kriegen Sie die drauf? Ja. Ne, sehen Sie hier, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED-Spots. Ja, und das ist schon eine tolle Angelegenheit. Auch diese Lampe hier, ne? Ich mach die mal im Bild. Also auch, sieht auch schön aus, ne? Ja. So, ja, wie nennt man das? Schneckenförmig? Ja, so ein bisschen wie so eine Schnecke. Ja. Und dann haben wir auch noch hier rechts und links schöne Ablagefächer. Hier oberhalb der Türe, um Utensilien, vielleicht eine Landkarte, eine Zeitschrift, ein Buch, ein paar Spiele unterbringen zu können. Das ist auf der einen und natürlich auch auf der anderen Seite. Rechts und links. Rechts und links, genau. So, dann würde ich jetzt noch mal die Kamera übernehmen. Der Herr Musotto, der gibt mir mal gerade rüber. So, machen wir das mal eben. Zack. So, da ist er. Und ich filme jetzt gerade mal hier in den hinteren Bereich von unserem X150. Und der Herr Musotto ist da gerade im Bereich der Küche. So, wir machen mal. Also sehr, sehr tiefe Schränke. Ja, was schätzen Sie, wie tief sind die denn? Also ich würde jetzt so sagen, an die 40 cm. Ja, probieren wir mal, ob ich gut schätzen kann. Wir messen mal. So, und gucken. Jetzt gucken wir mal eben, ob ich was. Ja, guck mal. Wa? Tatsächlich. Genau, 40 cm. Und wie breit? 40 cm, also und. Nee, messen Sie in, im Schrank. Eben. So, da haben wir ja 44,5. 44. Und der Schrank ist dann nochmal unterteilt? Der ist unterteilt, die Tiefe bleibt und die Breite auch. Und jetzt wollte ich den gesamten Schrank. Ja, wahrscheinlich. Da haben wir jetzt ja, 90, ne? 90, weil rechts und links sind noch so ein bisschen so Konstruktionshölzer, ne? So, ja, aber auch weil schön ist ja, dass der Schrank im Prinzip so öffnet, wie man da zu Hause vom Kleiderschrank oder so von der Küche, von der Küche, ja. Dann haben wir hier eine sehr, sehr breite, sagen wir mal, Arbeitsplatte. Ja. Ja, oder Küchenplatte, wie auch immer. Das hast du nicht zu Hause. Warte mal, ich komme mal gerade gucken, wie das breit ist sie denn jetzt? 68. Ne? Das ist viel, ne? Oder? Ja. Eine normale Küchenarbeitsplatte ist, glaube ich, 60. 60. Die ist 80. Es sei denn, kaufst du die von Ikea, die ist 3 cm länger. Ist sie breiter? 13,63? Ja, das weiß ich, weil ich musste alles umändern, weil ich eine gekauft habe. Ach so, okay. So. Und 90 cm ist die praktisch ja, lang. Ja, also das ist schon ordentlich. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir ein schönes Kochfeld. Schönes Kochfeld mit zwei Flammen und eine Seite, wo auch ein größeren Topf passt. Ja. Machen wir auch mal. Ja, da haben wir fast 44. Und Piezo-Zündung. Ne? Piezo-Zündung haben wir da. Oh ja. So, hast du gehört. Ja, normalerweise sagen wir ja mal, pack mal dran, ne, an und die Pierze. Und 31. 31, ja, ist nicht schlecht. Mal gucken, der Durchmesser, das hat noch nie wahrscheinlich jemand gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Ja, wir haben extra Maßband mitgebracht. Ja, Durchmesser haben wir hier fast 30. Ja. Ja, vielleicht ist mal interessant, wenn jemand das wissen will. Ja, also kann man auf jeden Fall auch mal. So, auch die Tiefe? Machen wir auch. Ja, die Tiefe. Ja, also 12 Zentimeter. Jetzt müsste man ausrechnen, wie viel Liter Wasser passen darauf. Ja, okay. Ja. Könnte man ja machen. Ja, Formelsammlung raus. Formelsammlung raus und gut. So, jetzt gucken wir mal. Also das war jetzt der Küchenblock, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ist also schon riesig, kann man sagen. 90 mal, was waren das? 68? 90 mal 68. 68, das ist also schon ziemlich groß.
Und Nein, praktisch, weil sonst bist du immer da, wenn du einen Topf in der Hand hast und so, dann denkst du ja, wohin damit, ne? Hier kannst du das abstellen, da, da. Ja, ich finde... Das ist schon praktisch, ne? Ja, ich finde auch... Wenn du das hier zur Seite tust, kannst du auch hier drauf lassen. Könnte man auch. Ja. So, und dann haben wir auch nochmal in der Zusammenfassung oben die großen Schränke, ne? Die hatten wir ja schon auf. Und dann haben wir natürlich auch hier wieder die LED-Beleuchtung. Und das gesamte Beleuchtungskonzept, der Herr Mosotto hatte unsere Design-Tischbeleuchtung ja schon kurz gezeigt, haben wir dann auch noch, führt sich dann hier sofort. Die sind dann auch hier per Touch, beziehungsweise haben sie so ein Knöpfchen, wo sie das an- und ausmachen können. Und dann haben wir auch so eine Rollo-Jalousie, die man hier runter machen kann. Ne? Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt richtig drauf hatten. Können Sie das noch mal so ein bisschen hoch machen, dass die Herrschaften da noch mal sehen können? Ja, wunderbar. Aber klassische Verdunklung haben wir auch, haben oder? Wir auch. Also hier Verdunklung, wenn ja. man will. Ne? Ja. Wie man das kennt von Seitz. Ja. Und Fliegenschutz. Da ist damit Fliegenschutz und man könnte natürlich die Fenster auch aufstellen. So, und dann kannst du das hier, wenn du willst, auch trotzdem so ein leichter Sichtschutz. Dann käme also auch von außen noch so ein bisschen Licht rein. Ne? Genau. So, jetzt gucken wir mal. Sie haben gerade angesprochen, die Gurte. Also die sind praktisch. Mach mal gleich. Lass mal erstmal kurz mit dem Sitzen und Bett machen wir gleich. Wir gucken uns jetzt hier gerade mal unser Bedienpanel an. Also auch hier in Klavierlackoptik. Moment. So. In Klavierlackoptik hier gehalten. Und hier können Sie also die ganze Systemsteuerung vom Fahrzeug eben überwachen und schauen. Da haben wir eben die Flüssigkeitsstände, den Batteriestand etc. Warte, ich tu den mal einmal so komplett. Genau, auf. Ich kann ja hier mal so drücken. Sieht man, dann sieht man, ja. wie das pegelmäßig hier so ausschlägt. Das war jetzt die Batterie. Das ist die Aufbaubatterie, ne? Und dann haben wir hier die Starterbatterie. Ja. Und hier haben wir dann den Wasser. Der ist Wasser. Natürlich, ja, der ist jetzt natürlich ist leer. Ja, ist leer. Und hier haben wir die Beleuchtung. Und das ist die Außenbeleuchtung. Hier geben wir dann dem Fahrzeug Strom für die Wasserversorgung. Und das ist die Grundbeleuchtung vom Fahrzeuginnenraum. Und hier haben wir dann die Steuerung der Heizung. Da fangen wir jetzt nicht an, weil wir haben ja die Dieselheizung, hatte ich ja eben schon gesagt, bevor wir jetzt hier in dem Forum die Heizung anmachen. Auf jeden Fall können Sie das alles dann hier drüber steuern. Ja, ansonsten haben wir hier oben noch eine sehr schöne Panorama-Dachhaube. Gucken Sie mal, kriegen Sie die drauf? Ja. Auch wieder hier mit Fliegenschutz und Verdunklung. Und das ist jetzt hier das sogenannte Kurbelheki, wo man dann eben auch die Dachfenster nach oben aufstellen kann. Und das ist ja der Vorteil von einem Kurbelheki, dass diese Aufstellung eben stufenlos ist und dadurch eben auch egal in welcher Position Sie jetzt die Öffnung haben möchten, sich das selber einstellen können. Ja, Kühlschrank, Herr Mosotto, oder? Und du hast nicht immer hier den Bügel in der Mitte, ne? Ja, das ist auch praktisch, genau. Kühlschrank. Ja. So, also der ist richtig riesig und wir haben hier einen sehr... Ja, ich kriege den nicht ganz drauf, hier muss ich weiter weg. Genau. Ja, der muss ganz drauf und sowas, so ein riesen Kühlschrank. Ja, trotzdem. Haben Sie? Ja. Weitestgehend, ist, ja? Ist drauf, ja. Also das ist jetzt so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier von Challenger TV, die meisten Fahrzeuge haben Kühlschränke zwischen 70 und 90 Liter und wir sind jetzt hier bei dem Kühlschrank, ist jetzt ein... Absorberkühlschrank insgesamt bei über 130 Liter. Das ist schon ein gewaltiger Stauraum. Und auch wenn Sie jetzt mal eine längere Tour planen, wenn es zum Beispiel mal nach Norwegen gehen soll oder so, da können Sie ordentlich reinpacken. Da haben Sie richtig Möglichkeiten. Mit Gefrierfach natürlich, sodass Sie sich auch mal ein paar Würstchen einfrieren können oder mal ein paar Reibekuchen. Wobei erstmal eigentlich ja Eis. Na, Eis ist doch wichtig, oder? Ja, aber ich würde sagen, weil Sie sagen Norwegen, also einen Kühlschrank brauche ich ja im Süden, in Sizilien. Ja gut, in Sizilien. In Norwegen zu dieser Jahreszeit brauche ich gar keinen Kühlschrank. Ja, das stimmt, aber in Norwegen sind die Lebensmittel so teuer. Da also, du willst nehmen. Ja, ja, so haben meine Frau und ich gemacht. Wir waren also nicht letztes Jahr, sondern davor das Jahr in Norwegen, da sind wir 3,5 Wochen unterwegs gewesen und ich glaube, wir waren nur einmal einkaufen, haben ein paar Bananen und Tomaten gekauft. Ah, okay. Sonst hatten wir alles mit dabei. Aber was ich noch sagen wollte, Gefrierfach ist auch mit an Bord. Ja, und einen schönen großen sieht ja, man. Ja, können wir mal aufmachen hier. So. Moment, ich zoome mal rein. Ja. So.
Gefrierfach also riesig groß. Und wenn sie also dann ankommen, dann können sie den Urlaub direkt starten. Also auch mit einem Gläschen Ramazzotti oder so, mit einem Stückchen Eis drin, ne? Oder Averna. Amaro. Amaro? Amaro Averna heißt. Amaro Averna, ja genau, das geht auch. Also ein Ramazzotti ist auch ein Amaro, ne? Ja, aber Averna ist eine andere Marke, ne? Ja, eine andere Marke, aber Amaro steht für bitter. Ah, okay. Ja, und das sind alles Bitterliköre. Okay, ja, ja. Deshalb heißen die so. Und das sind Aperitive. Ja. Ja, oder Digestivo, je nachdem, wie du das siehst. Genau, wie man ja, Digestivo ist nach dem Essen, Aperitivo ist vor dem Essen. Ja, vor dem Essen macht, ist, glaube ich, gesünder. Essen, oder? Nee, man soll das nach dem Essen trinken, ja. Naja, okay, also Sie sehen hier, wir haben der Herr Musotto echter Profi, was diese Bitterliköre angeht. Ich bin da ja eher auch ein Fan von einem herrlichen Gläschen Weißwein oder so. Oder auch mal von einem Uso, das ist ja auch nicht schlecht. Nö. Aber wir gucken uns nochmal hier bei dem Küchenblock vielleicht die Schubladen an. Also erstmal werden die Schubladen durch eine Funktionstaste entriegelt, die ist unterm Griff. Sie sehen, wie jetzt hier dieser Verschlussmechanismus nach unten geht. Die Schubladen sind also wirklich aus dem Küchenbau genommen. Und hier können wir gucken, hier haben wir Aufnahmen für Flaschen und ordentlich Stauraum. Also auch von der Höhe ist schon gewaltig. Ich habe noch mal unser Maßband und wir machen mal gerade ein Maß hier. 40 cm Innenbreite hier von unserer... Nee, noch was hier rüber, oder? Da, wo sind denn jetzt die 40? 30? 40. Da, 40 cm Innenbreite. Genau. Und dann haben wir hier eine Tiefe von ca. 42 cm. Und eine Höhe, die ja praktisch nutzbar ist, bis hier unter die Unterkante. Da sind wir also hier in etwa... Der kriegst du nicht drauf. Hier, warte mal. So, da sind wir also hier bei ungefähr 35 cm. Und die Schublade selber hat dann natürlich auch noch Softclose, so dass wir die Schublade eben auch ganz einfach, ganz komfortabel loslassen können. Hier haben wir noch den Besteckbereich, der auch zur Verfügung steht. Und hier unten drunter dann noch eine weitere große Möglichkeit, Sachen zu verstauen, Handtücher oder irgendwelche Dinge, die eben, oder Lebensmittel. Und der untere Bereich hier, das ist also ein Fach. Und da sehen Sie hier an der Seite dann auch die Abstellhähne fürs Gas. Ne, das ist eben auch sehr gut zugänglich. Und dieser Schrank hat also eine Tiefe, ich sage es einfach, Herr Musotto, von 32 cm bei einer Breite von 37 cm. Also da ist ordentlich Möglichkeit, Dinge noch unterzubringen. So, jetzt haben wir den Küchenblock schon mal und den Kühlschrank auch. Also Sie merken, hier ist alles möglich in unserem X150. Und dann geht es jetzt in unsere Wellness-Oase. Und ich würde sagen, ich übernehme da mal gerade die Kamera, damit ich sie hier so ein bisschen durchführen kann. Also, die Wellness-Oase, die können wir also erstmal grundsätzlich verschließen. Das wäre dann so. Und die eine Türe. Die eine Türe. Und Sie sehen, hier ist der Küchenblock. Und da haben Sie also wirklich schön Platz. Und dieser Schrank, den zeige ich Ihnen gleich, der eben von oben bis nach unten geht, das ist unser Kleiderschrank. Hier haben wir auch noch den Zugang zum Stauraum, den wir eben ja schon von außen gesehen haben. Und ergänzend zu den Fächern, die von außen zu sehen waren, sind dann auch noch hier zwei sehr tiefe Fächer, wo sie auch Verstauungsmöglichkeiten haben. Die sind von außen eben nicht zugänglich. Das war der Bereich, den wir eben so von unten nach oben hoch gefilmt haben, wo ich gesagt hätte, da können Sie zum Beispiel die Skier unterbringen. Ja, also egal von welcher Seite, in diesen Garagenbereich kommen Sie immer super dran. Und hier unten haben wir dann auch noch eine sehr, sehr große Schublade mit einem weiten Auszug, wo eben auch Kleidungsstücke oder vielleicht ein paar Hausschuhe untergebracht werden können. Das Ganze auch per Softclose, wie Sie jetzt gesehen haben. So, ich mache jetzt die Schiebetüre mal wieder auf, schiebe das hier mal so rüber
Und dann treten wir mal ein hier in unsere Wellness-Oase. Sie sehen also gerade jetzt von mir hier, filme ich mal die Dusche. Und da haben wir natürlich hier im Duschbereich auch noch ein sehr schönes großes Fenster, auch zum Aufkurbeln hier über diese Funktionstaste, auch 40x40. Natürlich auch wieder mit Fliegenschutz hier und auch mit Verdunklung. Ergänzend dazu gibt es dann noch den Schwenkbügel zum Trocknen von Handtüchern im Badezimmer, den man ganz einfach so herunterpacken kann, und dann die Dusche mit vielen Stauräumen zum Ablegen von ihren Hygieneartikeln, vielleicht mal von einem Schwamm oder Rasierzeug oder Duschdas, Pflegemittel etc. Und dann ergänzend noch mit dieser schönen Dusche hier, wo man sich dann toll körpernah, sage ich mal hier, der Herr Musotto kann man gerade filmen, da kann man sich dann körpernah eben abduschen, eine sehr schöne Sache. Ja, ich packe das mal hier rein und jetzt zeige ich Ihnen aber noch mal was, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben jetzt hier eine Lamellentüre und diese Lamellentüre, die schiebe ich jetzt mal rum, weil durch Umlegen der Lamellentüre ergibt sich dann nämlich die Dusche, dass sie als geschlossene und wasserdichte Einheit dann hier praktisch zur Verfügung steht. Ja, so. Haben Sie mal drauf, Herr Musotto? Ja, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Weil, mal gucken, ob wir das komplett... Ja, kriegen wir, haben wir drauf. Haben wir drauf? Ja. Ich nehme Ihnen jetzt nochmal hier die Dingen gerade mal ab. Weil es ist erstaunlich, wie viel, da ist auch noch mal der Herr Musotto, wie viel Platz man hier in der Dusche hat. Ich habe das jetzt gerade mal hier nach unten gepackt und sehen Sie mal hier, und dann ist gerade hier der Brausekopf, wurde mal runtergeflogen. So, habe ich wieder drauf gemacht. Aber Sie sehen jetzt hier wirklich sehr schön geräumig hier dieser Duschbereich. Also da muss man wirklich sagen. Und auch dieses Material hier, das ist eben alles wasserabweisend. Und dadurch wird der Duschvorhang komplett überflüssig. Jetzt können wir das Ganze hier wieder aufmachen. Und dann sehen Sie also auch schon wieder, wie easy einfach das Ganze hier über die Bühne geht. Und dann kommen wir also auch praktisch hier auch schon zur Toilette. Und bei der Toilette ist eben so, die ist hier positioniert. Der Herr Musotto zeigt jetzt das Highlight, nämlich das Waschbecken. So. Und das Besondere an diesem Waschbecken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist der verdeckte Wasserablauf hier im hinteren Bereich. Also wenn Sie jetzt Ihre Körperhygiene hier durchgeführt haben, dann ist es eben so, dann können Sie den zur Seite. Wasserhahn ganz einfach zur Seite schwenken. Und durch Anheben des Waschbeckens, da sehen Sie es, da ist nämlich der Ablauf, läuft dann das Restwasser praktisch hier nach unten einfach ab. Und dadurch haben Sie das Waschbecken auch wirklich nur dann im Weg, wenn Sie es brauchen. So, dann machen wir auch die zwei. Ansonsten haben Sie hier noch sehr schöne große Hygieneschränke nochmal, die man eben auch verschließen kann. Hier können Sie Ihre Utensilien, Toilettenpapier, Aquacam Blue oder andere Dinge wunderbar unterbringen. Schminkzeug. Schminkt braucht man halt im Urlaub ja manchmal. Ne? Rasierzeug. Rasieren, ja, muss man sich auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir aber noch eins. Jetzt können wir nämlich hier diesen Bereich, genau, da wollte ich nämlich jetzt sagen. Sehen Sie mal, wenn man das jetzt hier. Wenn man das jetzt, sehen Sie mal hier, die Tür schließt also genau an der Stelle. Und jetzt haben Sie nämlich hier im Prinzip nicht nur ein noch geräumigeres Badezimmer, sondern Sie haben gleichzeitig hier auch ein großes Ankleidezimmer mit vielen Staufächern, unheimlich viel Platz. Also die gehen hier, gucken Sie mal, armtief kann ich hier in diese Staufächer reinfassen. Und auch diese Blenden, die hier vorgesetzt sind, die schützen also auch die Wäsche vorm Rausrutschen. Hier sind sie noch tiefer, also es ist also so, sie haben im Prinzip immer zwei Sachen. Für jeden zwei, also Pullover, Jeans, T-Shirts, ja,
Unterbekleidung, dann Unterhosen, also für auch vor allem immer viermal aufgeführt, damit, wenn man jetzt zu zweit unterwegs ist, es auch keine Probleme gibt. Und dann hier nochmal die sehr große Kleiderstange. Und hier kann man also auch wirklich auch mal größere Jacken unterbringen. Oder auch mal vielleicht für ein Wintercamping oder so. Jetzt können wir so und aber auch so. Ne? Ja, ja, das hat man. Ach so, das geht ja auch noch. Ja, genau. Das geht ja auch so. Das ist ja natürlich noch schöner, ne? Dass man jetzt hier sogar noch. Wenn du jetzt hier bist, dann hast du die Türe nicht im Weg. Ja, ja. Sonst wäre die ja zu oder hier. Ja, genau. Ganz schön. Das ist schon wirklich ganz toll gemacht. Wir können uns das Badezimmer auch dann hier nochmal so anschauen. Ich ziehe nochmal gerade die Lamellentür hier rüber. Dann sehen wir nochmal die Ablagemöglichkeiten. Das Dachfenster, den Spiegelschrank, die Toilette und wirklich den sehr, sehr geräumigen Bereich. Hier nochmal den Kleiderschrank mit vielen Ablagemöglichkeiten. 4 Stück in der Zahl. Hier unten auch nochmal. Also ist wirklich sehr, sehr geräumig und großzügig gemacht. Vielleicht sollte man erwähnen, das ist ja jetzt hier so ein Prototyp, wie gesagt, ganz neu. Da kommt normalerweise ein Lattenrost aus Holz. Dann ist das auch viel besser begehbar. Ne? Ja, genau, das gibt es dann auch noch. So, dann komme ich mal raus. So, dann und machen wir die Türe jetzt wieder richtig zu. Genau. Ich glaube, bevor wir das vergessen, wir haben unter dem Kühlschrank, ist auch ein schöner Fach. Ja. Den haben wir vorhin, glaube ich, vergessen. Guck mal hier. Ja, genau, genau. Gucken wir uns auch nochmal an. Also hier sind auch noch Möglichkeiten, um jetzt zum Beispiel alles ausgenutzt. Weinkanister unterzubringen, oder? weiß ich nicht, ein bisschen klein, oder? Ein bisschen Weinkanister? Ja, hier diese 3-Liter-Dinger. Ah, 3 Liter, mein Gott. Ja, da kriegst du aber bestimmt. Mein Onkel gibt mir immer 10-Liter-Kanister mit. Das ist dann ein sizilianischer Wein, oder? Ja, selbst gemacht. Selbst gemacht. Hat er so ein paar Weinreben oder was? Ja, natürlich. Olivenöl und ja, noch. Aber leider, man wird ja immer älter, ne? Ja. Also ich meine jetzt die Verwandtschaft. Ja, ja, okay. Aber trotzdem, also man kriegt einiges unter. Hier sieht man noch nette Design-Details, wie zum Beispiel diesen schönen Griff, um prima einsteigen zu können. Und dann auch nette Accessoires hier, indirekte Beleuchtung hinter diesen Designelementen hier. Ja, und dann ist es auch so, dass wir da unten haben wir noch einen. Hier sehr praktische Details haben. Hier ist eben genügend Stauraum, um Kabeltrommel oder andere Utensilien, Schlauch unterzubringen. Und das ist also alles geplant von Challenger, so dass man da viele Möglichkeiten hat. So, ich mach das mal wieder zu. Ja. So, und jetzt auch was ganz Interessantes. Ich klappe mal gerade den Tisch hier so ein bisschen rüber und auch hier rum. Und dann schauen wir uns hier nochmal unsere Sitzbank an, weil wir haben nämlich jetzt hier bei der Sitzbank auch eine Neuheit. Und zwar sind die Rückenpolster nicht mit Klett befestigt, sondern mit Magnet. Die klipsen dann hier praktisch an dieser Schiene. Und die sind jetzt nochmal speziell gezeichnet. Wir haben also hier auf der rechten Seite das blaue Fähnchen auf den rechts liegenden Rückenelementen. Und auf der anderen Seite, da haben wir dann die roten. Die schauen wir uns auch nochmal an. So dass es also da gar keine Verwechslungen gibt. Ich lege die mal hier vorne hin, weil ich da nämlich jetzt auch einen Sinn und Zweck drin sehe. Ich wollte Ihnen nämlich jetzt mal zeigen, wie das Ganze hier mit unserem Tisch und der Schlafgelegenheit aussieht. Das machen wir dann gleich mal. Und hier sind dann die Kissen auch so, die man dann nochmal wegnehmen kann. Und hier hätten wir dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel mal den Sitz hochzuklappen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Das geht nämlich hier an dieser Stelle. Da haben wir dann die Möglichkeit, die Rückenlehne zu lösen. Dann haben wir hier die Kopfstütze. Die können wir hier rausziehen. Und die befestigen wir dann einfach hier in dem Bereich. Einmal so, einfach reindrücken. Und dann haben wir natürlich die Kissen und Rückenteile, die wir dann wiederum benutzen können, damit wir dann hier sehr angenehm und komfortabel sitzen. Natürlich alles mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
Und wenn ich das einfach hier mal so, dann mache ich schon mal hier so rüber, oder könnte man auch sogar hier so, und dann könnte man sogar hier mal die Füße hoch. Haben Sie da drauf, wie schön ich hier sitze? Ja. Ne? Also sogar auch mal eine längere Urlaubsfahrt ist da überhaupt gar kein Problem. Die Möglichkeit besteht und ist echt total praktisch. Ansonsten nehme ich gerade mal das Kissen hoch und leg's mal ja, auf den was Tisch. Auch gut ist, fällt mir jetzt so ein, das ist jetzt ja. meine Idee, wenn du jetzt hier den, während der Fahrt ja. so sitzt und du hältst irgendwie an, ja. dann sitzt du ja nicht mehr da, dann kannst du dich auch da vorne hinsetzen mit dem Kissen. Ja, das stimmt. Dann musst du nicht umbauen. Muss man gar nicht umbauen. Ja. Hier ist nämlich ansonsten auch nochmal die Heizung drin. Hier haben wir dann den Boiler von Truma und hier ist dann nochmal die Wasserpumpe. Und da haben wir dann auch das Ladegerät, also die Bordelektronik, die Heizungsanlage ist hier auch sehr schön. Man kommt auch gut dran, ne? Sehr schön zugänglich, ja, muss man wirklich sagen. Also wirklich schön gemacht. Die Sitzgelegenheit auf der Seite funktioniert ja im Prinzip genauso. Ne? Da kann man dann ja auch ganz einfach praktisch den Sitz so hochklappen. Bei dem Modell ist es bei der Seite sogar möglich, die Kopfstütze direkt drin zu lassen. Kissen drauf, fertig. Da sitzt man also auch wirklich dann hier mit vier Personen sehr angenehm und gut. Klappt das mal wieder runter. Hier ist natürlich dann auch noch ein Stauraum drin, wo was untergebracht werden kann. Ne? Also auch eigentlich sehr schön geräumig. Das ist also wirklich, da hat Challenger wirklich in jedem Detail an die Raumausnutzung gedacht. So, jetzt haben wir ja eben gelernt, blaue Seite rechts. Ist rechts, rote Seite ist links. Genau, jetzt gucken wir mal, das ist nämlich wirklich eine sehr schöne Erleichterung, also blau. Also wenn das aber, genau, so. Ne? So? Ja, weil der Kissen muss ja... So, und... blau links. Und das auch hier rüber, ne? So. Und dann haben wir die Rück, das ist rot, das kommt dann auf die andere Seite und dann haben wir dann hier noch mal rot. Nochmal rot, die lange hier ist auch hier rot. Hier ist jetzt blau und hier ist auch nochmal blau. So, die kommen aber dahinter und nicht davor. So, so ist jetzt wieder richtig. Sehen Sie, also wenn man, das einmal raus hat, dann ist das überhaupt kein Problem, dann geht das wirklich gut. Und wir machen jetzt eins. Wir lassen jetzt einfach mal die Teile, die Rückenteile hier vorne, so weit liegen. Das mache ich dann bei dem anderen auch mal. Jetzt legen wir hier die Sitzelemente einfach nochmal flach. Packen die Kopfstütze hier raus. Einmal so und einmal hier rein. Rückenpolster nach unten. Und dann legen wir mal die Elemente hier wieder so hin. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht, wenn man den Tisch ablässt. So, ich drücke mal hier. Ja, genau. Das geht ja elektrisch. Also müssen wir eben Strom drauf machen. Das geht dann hier. Da habe ich also so einen Schlüssel. Also es ist so, liebe Zuschauer und Zuschauer, wenn Sie jetzt so ein Fahrzeug kaufen, kriegen Sie natürlich einen eigenen Schlüssel. Das heißt, dann brauchen Sie den nicht von uns. Sie kriegen Ihren eigenen und dann dürfen Sie selber entscheiden, wann Sie das Bett rauf und runter machen. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt machen wir erstmal den Tisch, nicht das Bett. Genau, zwar erstmal den Tisch. Den senken wir jetzt ab. Genau. So, übrigens kann man den dann hier so aufklappen. Ja, unten die Verstärkung rausziehen. Ja, die Verstärkung rausziehen, genau. So, geht's noch weiter? Moment, probieren wir mal, ja. Wunderbar. So. So, und jetzt können wir, das mache ich dann jetzt mal. Ja, also da könnte man jetzt auch ein Bett draus machen, ne, mit den mit üblichen den Polstern, die da jetzt liegen, ne? Genau, dann wäre das der, also untere Bett. So, und dann machen wir nochmal weiter. Moment. Ach, mal, die müssen wir noch wegnehmen hier. Eins, zwei, so. Und dann haben wir dann letzten Endes die große Liegefläche und diese Liegefläche hier, die ist jetzt sage und schreibe
1,90 Meter mal 1,40 Meter, also das ist schon ein gewaltiges, sehr, sehr bequemes und großzügiges Bett, was wir hier haben. Ne? Ja, ist sehr bequem, herrlich. Also hier kann man wirklich mit zwei Personen nicht einschlafen. Prima nächtigen. Und ja, ansonsten, wenn Sie jetzt natürlich die untere Schlafebene auch noch in Anspruch nehmen, dann können Sie also auch tatsächlich hier mit vier Personen drin schlafen. Und dazu gibt es dann natürlich auch eine Leiter. Die ist jetzt in dem Fall hier noch drunter. Die wird dann im Prinzip hier eingehangen. Wir können sie mal rausholen. Und dann machen wir das Bett wieder hoch. Ich mache schon. So. Und Sie sehen hier die Leiter. Können Sie dann hier so einhängen. So. Und dann haben Sie eben hier oben auch noch genügend Platz. Ich kann ja mal hochgehen, um Ihnen das zu demonstrieren. So. Und dann können Sie also hier wunderbar auf der oberen Schlafebene liegen und hier im unteren Bereich ist dann die andere Schlafebene. Genau. Na, also sehr schön gemacht und auch der Abgang nach unten ist recht unkompliziert und einfach. So. Ja, ansonsten packe ich mal die Leiter jetzt hier mal wieder drunter. Das ja, machen wir ein bisschen runter. Mal ein bisschen runter, genau. So. Ja, was haben wir noch nicht, Herr Musotto? Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Also ich bin der Meinung, wir sind also soweit. Ja, Verdunklung Rollo ja, vorne im Führerhaus. Achso, eins muss man natürlich sagen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt hier bei dem Challenger X150 praktisch unser All-In-Paket. Ja, also Fahrerhaus, Klimaanlage, wir haben dabei natürlich ein Lederlenkrad, wir haben Lederschaltknauf dabei, das Fahrzeug hat ein Tempomat mit an Bord, die Alufelgen sind mit dabei, dann haben wir Traktionskontrolle, also diese wichtigen Dinge, die sind auch mit drin, wir haben also die Aufbaubatterie dabei. Also im Grunde genommen, die Dieselheizung ist mit an Bord, der riesige Kühlschrank. Also es ist schon so, dass man sagen kann, wir haben also wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Ausstattungspaket. Was bei Challenger dann eben hier mit zur Ausstattung gehört. So. Also bei so einem Fahrzeug eigentlich Markise. Ja, die könnte man, die muss man aber kaufen. Ja, klar. Ich meine jetzt also, was man noch brauchen würde. Ja. Eventuell Markise. Wer es braucht, eine Anhängerkupplung, einen Fahrradträger. Aber Fahrradträger ist ja sogar schon vorbereitet. Genau, von Firma sind da die Halterungen schon dran. Sind die Halterungen schon dran, genau. So, und wer möchte noch Fernsehen? Und dann hätte der, ja, ja gut, Rückfahrkamera. Ein paar Sachen kommen immer noch. Ja, ja, man kann natürlich da immer noch ergänzende Sachen dann haben, ne? Das stimmt. So, jetzt packe ich das mal wieder hier alles so ein bisschen in die richtige Position. Sind das die roten? Das sind die roten. Okay. Gut. So, den da rein und dann haben wir das auch. Ja, dann haben wir hier die Sitzgelegenheit auch wieder perfekt. Jetzt kann man hier noch so ein bisschen in die Position bringen. So, dann haben wir das auch. Der Tisch, der ist ja in vielen Positionen verschiebbar. Den kann man also auch zum Beispiel hier mal so in diese Querposition bringen. Wenn Sie einfach mal vorne hinterm auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz sitzen möchten. Ja, also hier sind alle Möglichkeiten gegeben. Ja, haben Sie noch Fragen? Dann machen Sie eins, da rufen Sie an. Genau. Am besten hier unsere Hotline, das sind Schwelm 02336 479165 oder der Herr Musotto hat auch eine Telefonnummer. Ja, 0176, das ist mobil, 96858942, Festnetz, Durchwahl 032 36 479149. Genau, der Herr Steuer, ja, der ist jetzt... Ja. Der Herr Steuer, der ist jetzt leider nicht da, der kann sie nicht sagen, die blenden wir ein, die steht da unten, den können sie auch anrufen. Der hat am Ende, also die 18. Als Durchwahl. Genau, ja, genau, also 4791, die 18 und 02336 die Vorwahl. Genau,
Ja, und ansonsten besuchen Sie uns auf unserer Website auf www.challenger-reisemobile.com. Da gibt es noch weitere Informationen rund um die Marke Challenger. Und ja, da möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, die Sie mit uns hier verbracht haben im neuen Challenger X150. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Schwelmer Autohaus und sagen vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Vielleicht sollte man noch kurz was erwähnen. Ja, bitte. Das Fahrzeug kann man jetzt auch schon erwerben im Vorfeld. Aber Auslieferungen werden erst so Anfang 22 sein. Ja, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres werden dann die Fahrzeuge übergeben. Es gibt die Möglichkeit, die Fahrzeuge jetzt schon vorzuordern, damit sie also auch mit zu den ersten gehören. Und bis Juni den Connect-Paket umsonst, ne? Genau, da gibt es dann sogar noch ein Paket umsonst. Das verraten wir Ihnen dann, wenn Sie uns anrufen oder uns kontaktieren. Und ja, wird spannend und der X150 ist also das Beste aus zwei Welten, deswegen Combo, die Kombination aus Kastenwagen und Teilintegrierten. Bis demnächst, tschüss. Jo, tschö.